Und damit herzlich willkommen zurück bei Punch Club 2. So, wir haben unser Fitnessstudio beim letzten Mal wieder schön weitergebaut. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zu den nächsten Jobs. Die nächste Anmeldung ist bald, aber da machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich würde sagen... Ja, ist die stehlende Maschine hier. So, ich würde mal sagen... Ah, stopp. Wieso ist jetzt unser Terminkalender oder warum steht jetzt die nächste Anmeldung zum Kampf? Das verstehe ich nicht so ganz. Eigentlich war da bisher immer nur, wann das nächste Training ist. Und das ist in 2 Tagen. Wobei ein Tag 6 Stunden 35 ist damit wahrscheinlich gemeint. Okay. So, es ist 1.25 Uhr. Ich würde mal sagen, wir gehen rüber zur Robofabrik, verdienen noch ein bisschen Kohle, damit wir das Fitnessstudio weiter ausbauen können. Und dann sehen wir zu, dass wir vorankommen. Einmal mit der Arbeit beginnen. Der Bonus, ah, wir sind nicht mal bei der Hälfte. Gerade ein Viertel geschafft ungefähr. Aber ist auch wieder viel Geld. So, 44 Dollar haben wir. Die nächsten 44 Dollar werden wir auch noch kriegen. Aber gerade so. Ne, haben wir doch nicht geschafft. Schade. Okay, egal. Was soll's. Einmal wieder rüber zu Bobo. Genau, 24 Stunden bis zum nächsten Training. So. Einmal ran hier. Und weiter trainieren. Da haben wir den Bonus aber bald raus. So. Oh, rechts, links. Ich liebe Streaming. So. 2, 3, 4, 5 Mal. Wie lange braucht ihr jetzt hier noch ungefähr? Können wir mal gucken. 16.20 Uhr war der erste Schlag. Mal gucken, wie lange das geht. Und 19.20 Uhr, also 3 Stunden. Okay. Also wenn wir das erst übermorgen schaffen. Jetzt brauchen wir erstmal wieder Energy. Eigentlich noch einen, um was zu essen. Das will ich dafür jetzt eigentlich nicht verheizen. Das heißt, wir gehen nochmal in Apus Laden, füllen die Energy auf und gucken, ob wir noch was zu essen brauchen. Ach, scheiße. Jetzt ist ja der Kampf hier. Nein! Verdammt, schon wieder zu spät. Ich mach keine Witze. Nimm deine verdammten Hände über den Kopf. Ich verstehe, dass du nervös bist, aber reiß dich zusammen. Lass du mich etwa aus? Ich hau alles kurz und klein, kapiert? Gib mir das verdammte Geld. Ach, das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Kauf dir ein verdammtes Brot und verschwinde. Ich versuche, diesen Laden auszurauben. Okay, klar. Danke. Aber warum machst du das? Was? Fürs Geld? Willst du mich verarschen? Kannst du nicht einfach einen Job finden oder so? Hör auf mit deinem blöden, positiven Denken, Mann. Du weißt doch gar nichts über mich. Bist du sicher? Ich weiß, dass du ein guter Mensch bist, der in Schwierigkeiten steckt. Hör zu. Das Leben wirft uns um. Das ist klar. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir wieder aufstehen oder nicht. Du meinst... Du musst nicht gleich einen Laden ausrauben, wenn du in Not bist. Es ist besser, um Hilfe zu bitten und seine Probleme selbst in die Hand zu nehmen. Jedenfalls besser als Gewalt. Verdammt nochmal, Mann. Das ist so weise. Wer bist du? So eine Art Buddha? Hör mal, du solltest auf der richtigen Seite bleiben. Und andere dabei helfen, es auch zu tun. Vor allem, weil es immer andere Menschen geben wird, die immer schon so tief drin stecken, dass sie keine andere Wahl haben, als zu stehlen. Aber du bist nicht so. Du... Bleib stehen, ihr kleinen Stinker. Jo, das ist ein Raubüberfall. Ach, verdammt. Das sind doch die alle aus der Silberliga hier. Oh, nee, verrückter Mike. Ja, gegen die haben wir schon alle gekämpft. Okay, da mache ich mir keine Sorgen. Gut, wir haben jetzt unsere Angriffe gar nicht eingestellt. Aber ist egal, das kriegen wir trotzdem hin. Wobei, wenn ich das hier sehe, das macht mir schon wieder Sorgen. Aber den machen wir platt. Der ist auch in die Ecke gedrängt. Oh, 2 Schläge, 43 Kraftwerk. Das ist cool. Okay. Jetzt geht's zum verrückten Chat. Alle verrückt. Das ist wieder nicht eingestellt, aber was soll's. Aber ich glaube, den schaffen wir nicht in der ersten Runde. Mal gucken. Er haut drauf. Aber ich glaube, er hat keine Verteidigung. Nee. Er hat nichts, was mit Ausweichen zu tun hat drin. So, er haut wieder ein bisschen zu. 2. Runde. Ganz ehrlich, wenn der keinen... Nee, den wollte ich gar nicht. Wenn er keinen Ausweichen drin hat, dann machen wir jetzt auch mal die schnelle Tour. Wo sind denn die guten Angriffe? Hier haben wir einen. Und... Wo ist denn mein 19er Angriff? Da. Und dann kämpfen wir mal. So, jetzt haut er richtig drauf. Kostet zwar Energie, aber dafür haben wir ihn schnell platt. Jetzt sammelt sich die Energie auch wieder. Und schon ist das erledigt. Schön. Den verrückten Chat haben wir jetzt auch besiegt. Geht's weiter zu verrückten Matt. Alles diese Verrückten. So, verrückte Mongo, Junge. Weiter geht's. Alter Schwede, 53 mit einem Angriff. Energie ist zwar auch bald weg. Für die nächste Runde müssen wir uns auch was anderes überlegen, aber das sieht echt gut aus. Und er verliert auch immer weiter Energie.
Okay, den machen wir weg, damit wir wieder mehr Energie haben. Und dann können wir gleich wieder durchstarten mit dem Kampf. So, einmal drauf. Wobei, das könnte zu lange gedauert haben. Aber mal schauen. Hoffentlich füllt sich jetzt gleich die Energie mal auf. Jawohl. Oh, das sieht gut aus. Das sieht ganz gut aus. Das werden wir auch schaffen. Schön. Obwohl ich mir Angriff eingelegt habe. Also das können wir nicht in der aktuellen Liga machen, weil dann sind wir ganz schnell platt. Aber gegen solche Kämpfe reicht das allemal. Und das war's. Der verrückte Matt wurde auch besiegt. Oder Matt. Matt Schachmatt. So. Verdammt, noch eins. Wir haben bekommen, was wir verdient haben. In der traditionellen Literatur triumphiert das Gute immer über das Böse. Vielleicht hätten wir das besser durchdenken sollen. Puh. Also, was denkst du jetzt? Dass der Kampfstil einfach krass ist. Und das Böse scheiße ist und das Gute dir cool ist. Weißt du, ich habe nachgedacht. Ich will so sein wie du. Dann lass mich dir jemanden vorstellen. Oh, wir haben einen neuen Rekrut für unser Fitnessstudio. Hey Mick, dieser Junge möchte sich uns anschließen. Warum denn? Oh. Weil ich gesehen habe, wie er drei Typen da nebeneinander verprügelt hat. Er hatte überhaupt keine Angst, während ich mir in die Hose gemacht habe. Dann hast du ja gleich deine erste Lektion gelernt. Ein echter Kämpfer gibt nie zu, dass er Angst hat. Sogar wenn er sich in die Hose gemacht hat. Willkommen im Team. Wir sehen uns bei der nächsten Trainingseinheit. Gut gemacht, Champion. Neuer Buff, Meinungswandler. Und Ziel erfüllt. Bis später. Bis dann, Mick. Okay, neuer Rekrut ist da. Jetzt müssen wir aber wirklich mal in den Laden was einkaufen gehen. Sonst haben wir gleich noch Probleme, wenn die Schüler kommen. Kaufen. Hauen uns nochmal voll mit Limonade. Oh, das ist sowieso voll schön. Dann können wir doch nochmal das Kochset so nachkaufen und fahren mal wieder rüber. So, an den Kühlschrank einmal essen. Der Junge hat wieder Hunger hier, der will mampfen. Sieht auch ziemlich abgemagert schon aus. Okay. Einmal ran ans Kochset. Dann legen wir uns mal schlafen, dann wird das Hungergefühl gleich wieder gestillt. Beziehungsweise füllt sich eher auf. So, Anmeldung ist verfügbar, aber das machen wir noch nicht. Wir wollen weiter trainieren. So, das passt. Oh, Mutter ruft an. Sonny. Hallo, Mama. Hast du die Wettervorhersage für heute gehört? Weißt du von den elektromagnetischen Stürmen? Nö, tut mir leid. Aus irgendeinem Grund habe ich das alles verpasst. Hast du wieder Schlafprobleme? Das kannst du dir nicht vorstellen. Die Aufstöpsel haben überhaupt nicht funktioniert und die Bonbons auch nicht. Vielleicht solltest du sie beide zusammen ausprobieren. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass der Mond im Steinbock steht oder der Mars wieder mit dem Jupiter in einer Linie steht. Es liegt heute definitiv Energie in der Luft. Spürst du sie nicht? Davon verstehe ich nichts, Mama. Vielleicht hast du zu viele Horoskope gelesen. Na klar, lach die arme Frau einfach aus. Und die Tatsache, dass die Venus in der dritten Phase ist, zeigt deutlich, dass... Tut mir leid, Mama. Ich habe heute sehr viel zu tun. Tschüss. Boah, einfach die Mutter weggedrückt. Ziel erfüllt. Die Ohrstöpsel helfen nicht. Tolles Ziel. Okay. Einmal an den Kühlschrank. Einmal was fressen. Also, ich glaube, wir wissen alle, was das bedeutet. Wir müssen mal zu Apu rüber. Dann kaufen wir wieder die Bonbons. Und dann wird ihr wieder schlafen können. Wobei, kaufen wir gleich 20. Dann haben wir Ruhe. Mehr können wir ja auch nicht geben. Wir können ja mal kurz gucken, wie es ihr geht. Ich hätte das auch ohne Taxi machen können, aber egal. So, Bonbons hat sie. Mal gucken, vielleicht hilft ihr das ja. Okay, wir gehen mal zu Fuß nach Hause. Dann vertrödeln wir gleich nicht so viel Energie und nicht so viel Essen. Jetzt können wir uns leider nicht schlafen legen. Boxsack macht die beiden Sachen. Das ist ja nicht schlecht. Oh, ich sehe auch, wir müssen das hier unbedingt auffüllen. So, wir haben noch 25 Minuten. Lohnt sich das jetzt, nicht schlafen zu legen? Könntest du mal ganz schnell versuchen und ganz schnell wieder aufstehen. Oh, 10 Minuten noch. Okay, egal. Wir gehen rein. So. Donat füllt das Essen auf. Der würde da was machen. Komm, das ist wichtiger. Wir gehen nochmal in den Boxsack und dann kommen gleich die Schüler rein. Nämlich jetzt. Zeit fürs Training. So. Trainer, wir sind bereit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute schon. Schön. 2, 3, 4, 5, 6. Haben auch die Trainingsgeräte dafür. Okay, Jungs, dann startet mal. Oh, das freut mich sehr. Mal gucken, wie schnell sich das jetzt vielleicht auffüllt. Ich denke mal mehr und schneller. Und danach können wir auch direkt wieder zum Polizeidienst. So, oh ja.
Wir haben noch 7 Stunden und das Ding ist jetzt schon voll. Das heißt, wir werden noch genug Zeit haben, um mit den Schülern immer zu reden. Das freut mich auch mega. Er steht da rum und guckt erstmal. Tolles Training. Ah, wäre das knapp mit dem Essen? Ich habe auch keine Donuts mehr, ne? Komm, kriegen wir den noch voll? Ne, schade. Ich habe gehofft, dass wir den noch voll kriegen. Aber das wird nichts mehr. Ah ne, unterhalten können wir uns auch nicht. Der hat Hunger, okay. Das füllt nur ein bisschen von dem Essen auf. Okay, ich würde sagen, dann ist der Tag eigentlich schon wieder gelaufen. Wir holen uns mal da was. Wobei, sollen wir vielleicht... Ach, wir gehen nicht zur Polizeistation. Wir machen das so. Wir haben das Ziel schon erreicht. Mehr können wir sowieso nicht schaffen. $303 haben wir schon empfangen. Das ist super. Nehmen wir jetzt nochmal die beiden Energy Drinks, um das aufzufüllen. Und dann würde ich sagen, legen wir uns mal schlafen. Dann holen wir uns gleich wieder einmal was zu essen ran. Nämlich jetzt. Dann trainieren wir. Und danach gehen wir nochmal zu Apu und dann rüber zum Polizeidienst. Okay, einmal hiermit weitermachen. Muss genau aufpassen, dass wir nicht zu viel Zeit vertrödeln hier, dass wir noch Zeit haben. So, gleich ist das voll. Ich glaube, damit warten wir noch, bis das voll ist, nämlich jetzt. So, dann einmal rüber zu Apu. Komm, das machen wir wieder für $8. $600 haben wir auch zusammen gleich wieder arbeiten. Das ist super. Dann machen wir eine Menge Kohle gerade. Kaufen. Die beiden Limonaden wieder rein. Das Kochset auffüllen. Einmal zurück nach Hause. So. Dann gehen wir nochmal schlafen. Wobei Training sich vielleicht mehr lohnt. Aber wir schauen mal. So, einmal ins Bett. Ja. Hätte man lieber trainieren sollen. Das machen wir jetzt auch nochmal kurz. So. Nämlich bis jetzt. Da können wir nämlich das kleine Stück nochmal nachschlafen. Einmal an den Kühlschrank. Kochset. 40 Minuten. Ich glaube, das wird nicht mal so viel. Ne, Viertelstunde nur. Okay. So, jetzt brauchen wir noch 25 Minuten rumgepimmelt. Und da sind 50 Minuten. Das heißt, nochmal ganz vorsichtig versuchen zu trainieren. Oder können wir irgendwo 25 Minuten hinreisen? Das könnte auch was bringen. Dann müssen wir nicht... Das ist 1:20 hier um die Ecke. Bis hier oben 45, bis Silver... Ne. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir mal zur Polizeistation rüber. Holen uns erstmal die Donuts ran und dann müssen wir hoch ins Fitnessstudio kurz die Zeit vertrödeln. Erstmal die Donuts. Oder nur einen tatsächlich, weil wir auch den anderen dieses Mittel gekauft haben. So. Mütze setzt das schon mal auf. Kann eigentlich gleich auch aufbehalten. Oh, Kraft haben wir kaum noch was. Auf 5 Minuten, im Ernst? Jetzt verliere ich gleich wieder 20. Hey, ich hab gesagt aufstehen, du Penner. Shit. Okay, das hat viel Zeit gekostet jetzt. Nein. Sozialisiert sind wir. Okay, jetzt muss ich mal hoffen. Hier an dem Computer haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was über. Also vielleicht haben wir die Chance doch noch das Mindestziel zu erreichen. Mal gucken. So, das war die erste Einheit. 8 Stunden 35, um einmal voll zu kriegen. Wir können ja nochmal gucken. 8 Stunden 35 hatten wir eben noch. 6 Stunden 5. Das heißt, 2,5 Stunden dauert. Obwohl, so wie das jetzt schon aussieht hier. Wir haben zwar Hunger, deswegen müssen wir auch nochmal was essen. Aber das werden wir auf jeden Fall voll kriegen. Und ich glaube, die Donuts sind noch günstiger geworden. Waren das nicht vorher $20? Ich glaube, es waren vorher $20, oder? Naja, noch einen rein. Lohnt sich alles nicht so ganz, aber was soll's. Papierkram ist auch, also allein damit würden wir es gleich voll kriegen. So, einmal wieder auf Streife, dann haben wir den Balken auch gleich voll. Da müsste gleich 3 Stunden 45 eigentlich stehen. 35. Ja doch, haut doch hin, genau. So, das haben wir geschafft. Das Mindestziel ist erreicht. Dann können wir einmal wieder sozialisieren ein Stück. Das ist nicht schlecht. Dann sind wir beim nächsten Mal nämlich wieder gut mit dabei. Gleich haben wir die 100 voll. Jetzt. Schön. 1:15. Sollen wir nochmal... Ah, Streife werden wir auch nicht schaffen. Ne. Okay, Mindestziel haben wir erreicht. Eigentlich könnten wir da nochmal was machen. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Geld. Und können zum nächsten Mal auch nochmal den Balken ein bisschen füllen. Oder auch nicht. Ach, shit. Ich habe gehofft, dass es mehr wird. Aber $260 haben wir bekommen. Schön.
So, Dienst ist vorbei, wir dürfen keine Bullerei mehr spielen.